Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Oh! Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja. Dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor, schon vergessen? Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen? Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall wie ist es... Wie heißen Sie? Dr. Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Familie Wutz ist im Park angekommen. Es fühlt sich aber gar nicht so an wie im Märchen. Ich weiß nicht genau. Ich fühle da etwas Märchenhaftes. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Peppa und ihre Freunde hängen Weihnachtsschmuck auf. Der Weihnachtsmann schaut sich unsere Aufführung an. Woher weißt du das? Weil er es mir im Supermarkt gesagt hat. Ich habe ihn im Blumenladen getroffen. Da hat er mir das nicht gesagt. Ich habe ihn im Baumarkt getroffen. Mir hat er auch nichts gesagt. Oh! Peppa und ihre Familie sind zum Weihnachtsbaummarkt gefahren. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut, und du kommst doch zu der Aufführung?
Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich. Ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh, supi. Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah. Halli, hallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oho, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Rütz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs! Holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Peppa und George helfen Opa Wutz im Garten. Heute wollen wir einen Gartenteich ausheben. Oh! Zuallererst graben wir ein tiefes Loch. Hier kommt Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Guten Tag, Oma Wutz. Was kann ich Ihnen heute Schönes verkaufen? Ich brauche heute nichts, danke schön. Ah, wo ist denn Opa Wutz? Möchte er etwas haben? Er hat mit dem Bau seines Gartenteichs zu tun. Oh, Gartenteich. Da habe ich genau das Richtige für ihn. Es ist ein angelnder Gartenzwerg. Reizend. Antik und einzigartig. Ich nehme ihn. Peppa, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Sie graben. Oh, Peppa hat eine kleine Tasse gefunden. Oh, die sieht ja aus wie eine richtig alte Teetasse. Oh. Schorsch hat einen sehr großen Knochen gefunden. Saurier. Das ist vielleicht wirklich ein Dinosaurierknochen, Schorsch. Ha, was ist denn das? Opa Wutz hat eine Münze gefunden. Ein Goldschatz, Opa. Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Hervorragend. Wir haben eine Tasse, einen Knochen und eine Münze ausgegraben. Es ist ein vergrabener Schatz. Wie aufregend. Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert.
Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Herr Fuchs sagte aber, er sei antik. Sehr selten. Einzigartig. Klar sagt er das. Opa, glaubst du wirklich, dass wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Hier ist das Museum. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Löffel. Wir haben ein paar Schätze ausgegraben. Dann schauen wir mal, was Sie mir da bringen. Eine chinesische Teetasse. Interessant. Und was wollten Sie mir sonst noch zeigen? Eine Münze. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! Fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Guckt mal da, da vorne ist ein Berg. Und wir schippern jetzt dagegen. Nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Wir schippern mit dem Boot mitten durch den Berg. Dieses Kanalboot macht tatsächlich großen Spaß. Guckt, da kommt noch ein anderer Riesenberg. Und das bedeutet noch ein Tunnel. Diesmal nicht. Oh, da ist kein Tunnel. Und was sollen wir jetzt tun? Wir nehmen den Weg über den Berg. Ein Boot kann nicht den Berg rauffahren. Das ist völlig unmöglich. Ist es nicht, denn wir benutzen jetzt eine Schleuse. Passt auf, ich zeig's euch. Mama Kleff öffnet die Schleusentore. Fahr das Boot rein, Captain. Wartet hier drinnen. Ich schließe die Schleusentore. Schaut mal, jetzt lasse ich das Wasser von oben reinlaufen. Wir fahren nach oben. Das steigende Wasser trägt das Boot nach oben. Und jetzt öffne ich diese Schleusentore. Weiter geht's, Captain. Volle Kraft voraus! Wow, wir sind gar nicht mehr am Boden. Wir fahren durch die Luft. Wir schippern über eine Brücke. Ja, auf dieser Brücke können wir ganz bequem das ganze tiefe Tal überqueren. Mit dem Kanalboot durch die Luft. Welches Abenteuer könnte das schon übertreffen? Wir fahren durch die Luft. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz, wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Mhm.
Das ist die Polizeiwache. Und das sind Wachtmeisterin Eichhorn und Wachtmeister Panda. Sie machen wichtige Polizeiarbeit. Sehr köstlich, dieser Zuckerkringel. Ja, sie schmecken wirklich am allerbesten. Die Polizisten lieben Zuckerkringel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei Hallo. Und wie können wir euch heute helfen? Saurier. Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie dahin gekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja. Da wären wir, ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ich weiß noch nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin. Nicht schlimm, Peppa. Du hast noch viel Zeit, um darüber nachzudenken. Okay. Wenn ich groß bin, möchte ich Königin sein. Dann kann ich allen sagen, was sie tun sollen. Verstehe. Ich glaube, ich wäre wohl gerne eine Lehrerin. Was gefällt dir denn am besten daran, eine Lehrerin zu sein, Emily? Den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Okay. Ich möchte gern Polizist werden, wenn ich mal groß bin. Polizisten fahren Autos mit Blaulicht obendrauf. Na, ni, na, ni, na, Dankeschön, Freddy. Na, ni, Was magst du denn noch gern daran, Polizist zu sein? Die sagen den Leuten, was sie tun sollen. Richtig. Ich wäre gerne Ärztin oder Krankenschwester. Und was magst du genau an diesen Berufen, Luzi? Kranken Leuten zu helfen, dass es ihnen wieder besser geht. Großartig. Und sie sagen den Leuten, was sie tun sollen. Ja, nicht in allen Berufen sagt man den Leuten, was sie tun sollen. Oh! Es gibt ja eine Menge anderer Berufe wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Schriftsteller. Wenn ich groß bin, will ich ein Pirat werden. Arr. Bei Piraten ist immer was los. Und sie machen Yo, ho, ho. Ja, ich weiß nur nicht genau, ob Pirat wirklich als ein Beruf zählen kann. Entweder ein Pirat oder ein Bauer. Oh ja, ein Bauer zu sein ist viel besser. Du würdest anbauen, ernten und für uns alle Nahrung herstellen. Und dann sage ich noch allen Tieren, was sie tun sollen. Fein. Ich werde später Superheld Pedro. Als echter Superheld hast du ganz große Aufgaben. Du musst schneller rennen als die Bahn, auf hohe Gebäude hinaufspringen und... Ich wollte eigentlich nicht alle Superheldenaufgaben erledigen. Ich will nur allen Leuten sagen, was sie tun sollen. Ja. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich habe keine Klingel. Ich habe eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das
Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipost! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten, jawohl. Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Hä? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh! Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik hier an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft.
Hallo, ich bin ein Marsmensch. Piep, 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 du. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Ah, oh, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Ah. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte. Okay, hüpf rein. Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh. Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, George? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! George hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube, da komme ich dran. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka.
Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schasch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja, ich hab ihn! Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man einen Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa! Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja, und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns?
fragt mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es wittert, klatsch und klatsch, der Regen fällt, didli didli di. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder, der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo,
Kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo Luzi, wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier. An der Kanone. Oh. Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder, Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh. Wie kann er denn dann so groß sein? Ich bin groß, weil ich eine Giraffe bin. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch?
Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, während Peppa bis 10 zählt, müssen sich die anderen verstecken. 6, 7, 8, 9, 10. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig. Fang auf, Klausi. Fang auf, Petro. Fang, Peppa. Oh! Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein! Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Hui! Surfen ist ja wohl das Beste überhaupt. Das stimmt. Surfen ist das Beste überhaupt. Achtung, fertig, los! Hui! Hui! Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Oh. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. Guck,
spielt richtige Surfen. Juhu! Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pech, Herr Woods. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Woods auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa, da kommt eine Riesenwelle an. Welle, Welle, Papa Woods. Hörst du das? Welle, 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 Welle. Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Papa Woods, du fährst ja auf Peppers Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Es wird Zeit, dass Mama und Papa Woods Peppa und Schorsch von der Spielgruppe abholen. Hast du die Autoschlüssel, Papa Woods? Lass uns lieber nicht mit dem Auto fahren, Mama Woods. Aber es dauert lange, bis zur Spielgruppe zu laufen. Wir müssen gar nicht laufen. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Wir fahren mit den Rollern. Erster und hui! Was? Ist das dein Ernst? Also, na gut. Hui! Mama und Papa Woods fahren mit den Rollern zur Spielgruppe, um Peppa und Schorsch abzuholen. Das hat Spaß gemacht. Ich hab dir gesagt, wir müssen nicht laufen. Mama, Papa, ihr habt unsere Roller mitgebracht. Hurra! Hui! Hui! Ja, sieht so aus, als müssten wir jetzt wohl irgendwie ohne Roller nach Hause kommen. Papa Woods, du hast gesagt, wir müssten nicht laufen. Wir werden auch gar nicht laufen. Wir müssen nämlich rennen. Erster, los! Was? Hey, warte auf mich! Hui! Das macht Spaß! Peppa, Schorsch! Wartet auf Mama und Papa! Peppa und Schorsch lieben Rollerfahren. Alle lieben Rollerfahren. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Woods, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Woods. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mimmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs.
Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Hey, Diddle, Diddle, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, es rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in den Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil der Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen im Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Peppa und Schorsche, rauf mit euch. Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà. Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer. An die Arbeit, Mama. Jawohl, Peppa. Schneller strampeln, Mama. Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Oh. Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100. 10. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Oh.
Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja! Wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen.